Yo Leute, ich lasse mit dem Spiel irgendwo wirklich keine Ruhe. Das ist noch der RP-Spiel schon. Ich habe gesagt, ich mache hier noch so eine Special-Folge. Und das mache ich. Mache ich auch. Ich lade jetzt mal hier so ein paar Sachen von meinem zuvorigen Spiel, wo ich euch mal zeige, wie weit ich da mal war. Beispielsweise jetzt einfach. Weil ich bei dem Punkt. Von meinem privaten, da war ich Level 20, hatte schon 80 Stärke. Was hatte ich ja für eine Waffe? Ach ja, das edle Langschwert, okay. Sieht man, ich hatte hier Stärke, Trank und sowas, ich weiß gar nicht, ob ich das alles da hatte, schon hatte. Und eine schwarze Perle. Ja. Hatte ich so einen Waffen, ich hatte die Drachenschneide schon, ich hatte Betty. Oh ja, und Betty hat man von diesem Typ bekommen, der da geschlafen hat, der mich mal getötet hat. Oh ja, jetzt kommt das Video. Na gut. Bla bla bla. So. Oder ich kann noch mal zeigen, wie ich Raven getötet habe, weil das habe ich dann. Nachdem ich das gemacht habe, oder nachdem ich aufgenommen habe, und zwar war so mit der Armbrust und ich hatte da schon 90 Stärke. Ja, Raven looten. Dafür waren die, glaube ich mal, auch da und so. Na, auf jeden Fall, so habe ich das gemacht. Wir waren dann schon beim Drachenangriff. War ich Stufe 23, okay. Und hatte genau noch dieselben Sachen. Außer, dass ich da schon die Klaue benutzt habe. Okay. Dann beim Mintal, dass die Burg aufgeht. Da war ich hier, ach, Level 45. Hatte 161 Stärke. Geschickt, bla bla bla, alles. 270%. Nichts zu holen. Ich bin mir da nicht so sicher. So, dann werde ich hier mal für euch etwas cheaten. Ich mache das hier gerade mit dieser Wiederbeleben-Dings-Taste. Aber ist nicht so schlimm. Weil es ist ja nicht der LP-Spielstand. Es war mal ein privater Spielstand. Sonst war hier über den Ork-Zaun nach drüben. Und zwar alle dachten doch immer, dass hier so eine riesige Ork-Armee ist. Und was ist? Nichts. Das Einzigste, was hier ist, ist genau dieses Schild. Und das ist auf Englisch geschrieben. Und zwar, ich sag euch mal, ich lese euch mal vor, was da drauf steht. Okay, man. You made it behind the Great Orc Wall. As you see, the story of the Orcish hordes behind this wall is a complete fake. There is nothing more to find here. This place is abandoned oder so. It's the end of the world. But me, a might alien dwarf, which not dependent to this game story, and which name is not of public interest here, want to warn you.
You've been tricked to believe a story which is not true. They want to get you. Do not believe anything. They say. Keep your eyes open, the mighty alien dwarf. Ja, der hat uns so ein, der mächtige Alien-Zwerg, wie er sich gerne hier, wie er sich hier beschreibt, hier so einen Streich erlaubt. Und hat einfach mal hier, oh, verdammt. Und hat hier dieses tolle Schildchen aufgestellt. Nur um uns mitzuteilen, dass die Ork-Horden nicht da sind und dass ich ein totaler Idiot bin, weil ich das geglaubt habe. Und die anderen lachen sich da bestimmt schon ins Fäustchen. Wieso drücke ich jetzt auf Karte? Das ist immer so, irgendwie bin ich das immer so gewohnt, weil ich hier immer, wenn ich hier Dinge spiele, WoW, da drücke ich auch immer auf M auf die für die Karte. So, das ist jetzt beim Schiff. Da bin ich auch Stufe 45. Okay. Und ich zeig euch mal, was passiert, wenn... Oh, dann habe ich meine ganzen Waffen verkauft, die ich nicht mehr gebraucht habe. Und zwar, wenn ich das Auge Innos wegwerfe. Es ist mir aus der Hand gerutscht und ist mehr gefallen, ja. Ja, Kapitel 6. Und zwar ist es ja so, Milton fragt einen, ob man das Auge mitgebracht hat. Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal... Was? Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Okay. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich... Hast du das auch... Nein. Du bist doch... Was wirst du denn tun, wenn dir hier auf der Insel Drachen begegnen? Hast du denn gar nichts dazugelernt? Sogar einen Alchemietisch haben wir hier, um das dämliche Ding wieder aufladen zu können. Und was machst du? Ich kann nur hoffen, dass uns deine Schlamperei nicht den Kopf kostet. Tja, und die Alchemie... Und ja, und ich zeig euch dann gleich mal. Wer erzählt denn sowas? Weil das mit dem Alchemietisch war eine... Ich nenne es mal Anspielung. Oder ein kleiner Tipp, weil... Äußerst seltsamer Lederbeutel. Ja, der sah schon wirklich etwas seltsam aus. Zwei Gegenstände erhalten. Das Auge Innos. Und noch ein paar Zettel. Achso. Steckbrief. Ah, Xaras Brief. Oh. Xaras Ermahnungsbrief. Mein junger Schützling, du hast mich bitter enttäuscht. Wie konntest du nur mit dem Schiff aufbrechen, ohne das Auge Innos in deinem Gepäck? Ich kann nur hoffen, dass deine Nachlässigkeit Grenzen hat. Sonst wirst du niemals die Welt... von dem Übel der Welt befreien, und ich werde dich persönlich töten müssen für deine Dummheit. What the fuck? Alter. Aber was mich jetzt ganz ehrlich persönlich richtig interessiert, Moment, dann mache ich schnell mal Unbesiegbarkeit an.
Und zudem mache ich hier noch das, was mache ich hier, mache jetzt den übelsten Cheater. Aber erstmal nur für euch, um hier ein paar Sachen zu zeigen. Was mich aber, das interessiert mich aber auch persönlich. Könnte es vielleicht ein bisschen dauern. Ja, jetzt habe ich hier 500 Stärke. Bin unbesiegbar. So habe ich die mittlere Ork aktualisiert. Lol. Okay, dann hole ich mir halt 600 Stärke. Hallo. Egal. Ich cheat mich einfach mal schnell durch. Ups, jetzt falle ich gleich aus der Welt aus. Das ist der Nachteil, wenn man hier so cheatet. Genau. So, der Feodaron, der will mit einem da nicht reden. Der fasert mich zumindest glücklich an. Aber wenigstens habe ich so einen Unsichtbarkeitszauber auf mich draufgelegt, dass sie mich nicht sehen. Oder ab und zu mal. Ah ja, er ist auch unbesiegbar. Warte, was fail.
Lol, wieso geht das nicht? Egal. Das ist halt das Problem, wenn man hier das macht. Oder hier beispielsweise, was habe ich hier für Zauber drauf? Vollheilung. Dämon. Hatte ich Schrumpfen auch drauf? Schrumpfen müsste ich doch normalerweise auch noch haben. Ah ja, einmal schrumpfen. Bla bla bla. Wieso funktioniert das noch nicht? Immer noch nicht, Alter. So, Endkampf nochmal. Dann probiere ich das jetzt mal, bevor er mit mir geredet hat. Vielleicht ist er dann auch immun dagegen. Weil das ging eigentlich immer, hier Drachen zu schrumpfen. Oh, das sind untote Orks. Lol, was habe ich da für eine Rune? Ach ja, ich habe ja den heiligen Pfeil. Wie es aussieht. Sich behindert. Naja. Dann hier noch endlich Schluss. Da war ich Stufe 49. Hatte hier Sachen Armbruch 60, okay. Naja, so viel dazu noch mit dem Bonuspart. Weil sonst kenne ich eigentlich keine anderen Geheimnisse mehr und sowas, also wollte euch ja bloß mal hier die paar Sachen zeigen. Gegen Ende hatte ich hier die Sachen, oder hatte ich sogar noch die Klaue. Aber was ich mich jetzt noch frage, ob hier Bennett noch Dracheneier hat. Nein, hat er nicht, schade. Oder habe ich noch eine schwarze Perle? Würde ich wissen, wie man Dracheneier hercheaten könnte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier noch diesen komischen Trank herstellen. Naja. Aber ich würde sagen, dann lege ich hier ab. Ich hab... Und ihr könnt auch dann das tolle Video da sehen. Das da. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Ja. Genau. Ja. Und das war noch der kleine Special Part zu Gothic 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann nehme ich jetzt noch ein paar andere Sachen auf. Und dann bis zum nächsten Mal.